So, hallihallo, hallöle mal wieder zu einem seit langer Zeit mal wieder Video, das ich hier produziere, drehe, wie auch immer. Und zwar fliegen wir heute den Drone Racing Simulator mit dieser Fernbedienung hier von Aerofly, die habe ich mir neulich mal geholt. Und wir fliegen einfach mal ein bisschen Freestyle. Wir haben die Drohne im Acro-Mode, also im Pro-Mode. Und haben daher keine Flugkontrollen, sondern alles manuell. Und ja, flattern wir einfach mal ein bisschen los. Ich werde, glaube ich, gar nicht großartig erzählen, weil ich mich aufs Fliegen konzentrieren muss. Aber just relax oder sowas, ne? Das Schöne ist, wenn man ohne Flugmodus fliegt, man kann halt hier allen Unfug mitmachen. So, dann versuchen wir mal hier durch das Schiff zu flattern. Nicht durchs Schiff, aber zwischen dem Schiff und den Dingens her. Ah! Jawohl, ja! Geil! So. Guck mal, das ist eine Lagerhalle. Können wir auch direkt nutzen. Oh, da kam ich den Bäumen verdächtig nah gerade. Aber ich glaube, ich gehe mit meinem ganzen Kopf mit, wenn ich lenke. Aber sonst ja auch nicht weiter stören, ne? Geil. Hat ja sogar direkt ganz gut geklappt hier. Fliegen wir hier mal zwischen den Containern. Da an den Krähen links neben uns kann man bestimmt auch ein bisschen Unfug machen. So. Das Ganze hier spielen wir an dem Drone Racing League Simulator im Übrigen. Ist kein kostenfreier Simulator, kostet ein bisschen Geld. Und vollen Spielspaß hat man halt auch nur mit einer Fernbedienung. Bin ich jetzt nicht, durch den bin ich noch nicht geflogen. Oh. Ah, Kurve, Kurve, Kurve. und ja, ist der offizielle Simulator der Drone Racing League. Und ziemlich geil eigentlich. Wir haben nicht nur diesen Freestyle-Mode, wir haben auch alle möglichen Rennstrecken von Vorqualifikation zu Anfängerkursen, zu den echten DLL-Strecken und Future Tracks natürlich. Wir können hier uns Drohnen quasi selber zusammenbauen, Racing-Drohnen. Oh. Und ja, geil. Konzentration. Nein, da bin ich angeeckt. Okay. Und noch einmal den ganzen Spaß. Da sind wir ja gerade abgestürzt. Und meine persönliche Schwachstelle ist ja die Schubregulierung, ne? Habe ich es gar nicht so. Aber das lerne ich auch noch. So. Ah! Sie fliegen! Ah, es geht auch hier fluffig von der Hand. Oh ja. Ich muss ja sagen, ich bin mit Tastatur besser geflogen als mit Fernbedienung, ne?
Fernbedienung tue ich mich so ein bisschen schwierig. Brücke. So. Versuchen wir mal einen dreifachen Salto hier rum, ne? Erstmal Vollgas hier und jetzt ab geht der Spaß. Oh. Eins. Zwei. Oh. Nennt man das überhaupt Salto? Das ist Backflip, ist das eher, ne? Oder Looping. Salto ist, glaube ich, vorwärts. Drei. Geil. Können wir noch so ein bisschen mal... Oh. Puh, das war knapp. Flugkünste sind noch nicht ganz ausgereift, wie man hier sieht. Aber ich bin fleißig am Üben. Volle Konzentration hier. Ich glaube, man sieht es, wie mein ganzer Kopf mitgeht. Sie fliegen! Ab ins Löchlein da tauchen, in den Berg hineinfliegen. So. Ist wahrscheinlich nicht die schlauste Idee. Wie geil war das denn? So. Übrigens, wenn man zu hoch fliegt oder aus der Map rausfliegt, kommt so ein GPS-Abriss. Genau der. Wenn man da jetzt noch weiter fliegt, stürzt die Drohne ab. Das, so vermeidet man unsichtbare Mauern. Big City Life. Einfach ein bisschen durch in die Stadt. Da haben wir nochmal Glück gehabt gerade. So, zu guter Letzt zeige ich euch einmal, wie das aussieht, wenn man hier so einen GPS-Abriss bekommt. Game over. Und man restartet wieder ganz normal. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht.
Und ich hoffe, ihr konntet jetzt so einen kleinen Einblick mal hier in diese erste Freestyle-Map Gates of Hell bekommen. Und... Ah! Da versemmelt.